Hallo liebe Musiker, hier ist wieder eure Julia von Tomplay und heute habe ich was ganz Besonderes für euch dabei. Ich freue mich wirklich, dass ich euch heute unseren Band- und Ensemble-Bereich vorstellen darf. Ganz viele von euch haben danach gefragt und haben sich diesen Bereich gewünscht und heute ist es soweit, heute kann ich ihn euch vorstellen. Das heißt, wenn ihr als Trio, Quartett, Quintett oder sogar als größeres Ensemble zusammenspielen wollt, gibt es nun eine Möglichkeit, die entsprechenden Tomplay-Noten dafür bei uns im Katalog zu finden und ich werde euch gleich zeigen, wie das alles funktioniert und wie ihr am besten im Tomplay-Shop navigiert. Also lasst es uns gleich anschauen. Um zum Band- und Ensemble-Bereich der Tomplay-App zu gelangen, geht ihr von hier von der Startseite eurer App einfach oben links zum Bereich Shop und dann seht ihr oben rechts den Instrumentenauswahlbereich. Wenn ihr hier drauf geht, seht ihr schon die vielen verschiedenen Instrumente, die wir im Angebot haben. Und ganz unten rechts seht ihr den neuen Bereich Bands und Ensembles. Wenn ihr den ausgewählt habt, kommt ihr zur aktuellen Übersicht aller Band- und Ensemblestücke. Das ist im Moment noch eine relativ übersichtliche Auswahl, wird sich aber in den nächsten Wochen und Monaten sehr schnell erweitern. Wir haben vor, hier viele, viele neue Stücke für Band- und Ensembles hinzuzufügen. Also schaut immer mal wieder rein und schaut, was es Neues gibt. So, von hier könnt ihr nun unten rechts auf den Bereich Durchstöbern gehen und seht dann hier die verschiedenen Filtermöglichkeiten, die wir für Band- und Ensemblestücke haben. Und zwar könnt ihr einmal nach dem Komponist filtern, nach der Musikrichtung. Wir haben jetzt hier auch besonders für den Band- und Ensemble-Bereich interessant die Instrumentation, wo ihr auswählen könnt, mit welchen Instrumenten ihr in der Band bzw. im Ensemble spielt und bekommt dann die passgenauen Stücke dafür angezeigt. Und ihr könnt auch nach der Art des Ensembles filtern. Da sind im Moment Trio, Quartett und große Ensembles hinterlegt, aber auch diese Auswahl wird sich noch erweitern, wenn wir dann weitere Stücke diesem Band- und Ensemble-Katalog hinzufügen. Wenn ihr den Band- und Ensemble-Bereich auf unserer Website tomplay.com finden möchtet, geht einfach auf die Seite und schaut unter dem Notenkatalog nach Bands und Ensembles und auch da werdet ihr genau diese Auswahl an Musiknoten finden. Gut, dann lasst uns mal ein Beispiel anschauen. Aus dem Film Black Orpheus gibt es hier ein Jazzstück, das wir als Quartett arrangiert haben. Ich habe hier gerade mal auf das Vorschaubild geklickt und jetzt hören wir uns einfach mal eine kleine Vorschau dieses schönen Stückes an. Ihr habt jetzt hier unten die Möglichkeit, die jeweiligen Instrumente, die Instrumentenstimmen auszuwählen. Ich nehme jetzt einfach mal den Bass, also in unserem Beispiel spiele ich die Bassstimme und kann jetzt hier im nächsten Schritt das Niveau, also den Schwierigkeitsgrad auswählen. Hier wähle ich jetzt mal den mittleren Schwierigkeitsgrad und kann jetzt hier direkt die Noten herunterladen und auch direkt von hier aus spielen und bekomme dann zwei Alternativen angezeigt. Ich kann mir entweder die Noten der Bassstimme anzeigen lassen. Das sieht dann so aus. Oder alternativ kann ich mir auch die Tutti-Version anschauen, wo ich dann die Bassstimme sehe, zusammen mit den anderen Stimmen, die wir hier für dieses Stück arrangiert haben. Zurück zur Bassstimme. Hier schauen wir uns jetzt mal das Audio-Menü etwas mehr im Detail an. Und zwar könnte es ja jetzt zum Beispiel sein, dass ich zu Hause den Bass übe und möchte von der Tomplay-Audio-Begleitung begleitet werden. Dann kann ich beispielsweise hier den Bass stumm schalten und kann mich von Trompete, Schlagzeug und Klavier begleiten lassen. Alternativ, wenn beispielsweise mein Schlagzeugerkollege zu Besuch ist und wir üben zusammen, würden wir das Schlagzeug ebenfalls stumm schalten und dann die Audiobegleitung der Trompete und des Klaviers spielen lassen und wir spielen live als Schlagzeug und Bass mit dazu.
Im Zusammenspiel habt ihr nun mehrere Möglichkeiten, die Tomplay-Noten zu nutzen. Ihr könnt es zum Beispiel so machen, dass jeder seine Notenstimme ausdruckt. Dafür habt ihr hier unten rechts die Druckfunktion, womit ihr die Noten ausdrucken könnt. Und dann kann einer von euch hier oben den Spielen-Knopf drücken und damit die Audiobegleitung abspielen, während alle anderen vom Blatt spielen. Alternativ könnt ihr auch alle eure Geräte mitbringen, auf denen ihr eure Tomplay-App habt und gleichzeitig auf den Spielen-Knopf drücken. Oder wenn ihr alle von euren Geräten spielen wollt und den automatischen Scroll, also Blättermodus von Tomplay nutzen wollt, dann würden alle bis auf einen hier alle Instrumente auf stumm schalten. Somit habt ihr dann den Scroll-Modus, der dann einfach abläuft, ohne dass eine Audiobegleitung erklingt. Und ein Musiker unter euch würde das Ganze über einen Lautsprecher oder vom Gerät mit Ton abspielen, sodass ihr auch eine Begleitung in Audioform habt. So, nach dem Beispiel für den Bass zeige ich euch jetzt noch ein anderes Instrumentenbeispiel. Also wieder zurück im Tomplay Shop, dasselbe Stück, Black Orpheus. Und hier gucken wir uns jetzt mal an, gehen wir jetzt mal davon aus, ich spiele zum Beispiel das Altsaxophon. Da seht ihr schon Solo in Klammern. Also das Altsaxophon würde jetzt hier bei diesem Arrangement die Solostimme spielen und die Melodiestimme. Und auch hier kann man wieder den Schwierigkeitsgrad auswählen, die Noten herunterladen und anschließend wählen zwischen der Solostimme auf der einen Seite oder der Tutti-Partitur, wo alle Stimmen inklusive der Solostimme hier jetzt im Beispiel des Altsaxophons zusammenspielen. Jetzt zeige ich euch zum Abschluss noch ein klassisches Stück aus unserem Band- und Ensemble-Katalog. Hier zum Beispiel das Brandenburgische Konzert Nummer 3 von Bach. Das Brandenburgische Konzert zählt hier im Beispiel zu den großen Ensemblestücken. Also hier wird es für Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass jeweils mehrere Stimmen geben. Und zusätzlich gibt es eine Partitur für den Dirigenten oder für euch, falls ihr alle Noten gerne hättet und die zusammen mit eurem Ensemble spielt. Und in dieser Dirigentenpartitur habt ihr alle Einzelnotenstimmen und die Tutti-Partitur zusammengefasst. Dies könnt ihr auch hier direkt runterladen. Mit dem Download wird dann hier ein neuer Ordner erstellt auf eurer Tomplay-Startseite, wo alle Einzelstimmen enthalten sein werden. Wenn ihr dann eure Instrumentenstimme heruntergeladen habt, seht ihr, hier habt ihr die Auswahl erste, zweite, dritte Stimme oder die Tutti-Stimme, die alle Instrumente nochmal auf einen Blick auf einer Seite zusammenfasst. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Spielen der Band- und Ensemblestücke. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schicken oder uns anrufen. Ihr könnt uns auch über unsere Website tomplay.com über den Live-Chat erreichen. Also von daher meldet euch gerne. Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.